Xbox Game Studios. Und Moon Studios. Präsentieren Ori and the Will of the Wisps und damit Hallihalli, liebe Leute, zu diesem etwas nicht lagfreien Intro hier. Das Spiel scheint auf jeden Fall computeranforderungsmäßig sehr viel krasser zu sein als Ori and the Blind Forest. Was ein Spiel ist, das ich geliebt habe. Ich habe es mehrere Male durchgespielt und ihr kennt mich, ich spiele erstens Spiele nicht häufig durch, also das allgemein. Und zweitens spiele ich sie nicht häufiger als einmal durch. Aber Ori and the Blind Forest habe ich so oft durchgespielt, also locker 10 Mal und sogar noch einmal gespeedrun vor einer Woche oder sowas, um mich einzustimmen für Ori and the Will of the Wisps, also quasi der Wille der Irrlichter. Und das Intro hier sieht auf jeden Fall schon mal genauso aus wie bei Ori and the Blind Forest. Man hat diesen Baum da im Hintergrund, diese schöne Schrift vorne, wunderschöne Musik. Und ich erwarte auch gleich, dass wir eine richtig schöne Intro-Sequenz haben. Und ich glaube, ich laber gar nicht viel rum. Ich bin gespannt, welche Charaktere wir wieder zu sehen bekommen, ob Naru wieder dabei ist, ob wir Sein wieder haben. Und Kuro ist, glaube ich, dabei. Den hat man ja schon im Intro gesehen. Kuro ist die Eule, wer es nicht weiß. Und ja, wir starten einfach mal auf Speicherplatz 5. Im normalen Modus. Daisy, die Ori, guckt auf ihren Baum. Ich frage mich jetzt auch, ob das halt direkt weitergeht. Also ob das anschließend an den ersten Teil ist. Von der Story her. Oder wie genau das abgeht. Da ruft uns jemand. Hallo, Kuro. Wir sind im Schwalbennest. Hast du uns gerufen? Oh, es sieht genauso schön aus wie im ersten Teil. Oh, okay, ich sag mal ein paar einige Sachen über das Spiel. Das ist halt ein Metroidvania. Ah, von denen habe ich leider den Namen vergessen. Ich glaube, das war Gummo. Ich glaube, der hieß Gummo. Gummos Versteck war das im ersten Teil. Es fühlt sich alles ein bisschen flüssiger an, muss ich sagen. Auch wie er jetzt hier die Kanten und sowas hochgeht. Es sieht auch alles ein bisschen fresher aus. Also so, wo es vorher so, keine Ahnung, 720p war, ist es jetzt auf jeden Fall Full HD. Aber vorher war das schon hübsch. Ewig werden wir uns an diesen Tag erinnern. Das ist die Stimme des Waldes, Leute. Auf die müssen wir hören. Als das Leben nach Nibel kam. Da ist er doch. Der Naru. Und klein Kuro ist auch da. Alle sind da dabei. Alle Charaktere aus dem ersten Teil. Wir nannten sie Kuh. Ja, er kann schon laufen. Klein Kuro kann laufen. Guck mal, das hab ich gemalt. Schön, oder? Ach, ist das süß. Das fängt halt genauso an wie im ersten Teil. Da fand ich das auch schon super cool. Kuro, er nennt ihn sogar Kuro. Das ist tatsächlich Klein Kuro. Oh, klaut uns Gummo einfach Kuro weg. Ich fass es nicht. Baumfänger, das heißt, wir haben keine schlechten Träume. Und am Ende des ersten Teils war es ja so, dass Kuros Vater den Wald in Brand gesetzt hat. Dann sich aber, glaube ich, geopfert hat, um sein Kind zu retten. Oder seine Kinder. Also jetzt haben wir hier aber auf jeden Fall nur ein Kind. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, obwohl das halt das Ende einfach ist. So, wir haben unsere eigene Plantage. Das war im letzten Teil ja auch irgendwie so ein Problem. Ganz am Anfang. Dass da das Essen ausging, leider. Müssen wir denen jetzt folgen? Können wir ihm überhaupt folgen? Okay, wir können ihm nicht folgen, den Gummo. Dann gehen wir auch einfach mal raus. Ist das dieselbe Höhle wie im ersten Teil? Das kann halt auch sein. Naru, sag doch mal. Ist das die erste Höhle? Oh, er will fliegen lernen. Okay, ja, mach mal. Komm, trau dich. Ich weiß nicht, was das für Soundglitches manchmal sind. Das tut mir leid. Ich versuch die rauszuschneiden, wenn es geht. Hui! Aber sein eines Flügeldings ist ja auch doof. Das ist quasi der findet Nemo, also der Nemo. Der Ori-Geschichte. Oh ja, das schmeckt alles gut. Weil Nemo hat ja doch auch einen kaputten
Eine kaputte Flosse. Hier, klein Kuro, probier mal. Schmeckt gut. Du willst nicht? Was willst du denn dann essen? Willst du lieber verhungern? Ach, guck mal da hinten! Da ist ein Baum. Vielleicht sind da ja geile Insekten unter. Probier's mal mit Gemütlichkeit, klein Kuro. Ja, das schmeckt viel besser, ne? Hat ja auch viele Vitamine. Und Proteine. Ist das süß. Und da wird es Winter im Winterwunderland. Meine Fresse, ist das süß! Dieser kleine Kuro. Oh mein Gott, das. Das sieht alles so wunderschön aus. Der Himmel rief sie. Umo und Naru hörten das auch. Jetzt schafft er es bestimmt. Ja, Kuro, flieg! Geil. Bisschen Schwierigkeiten hat er noch, aber er konnte ein bisschen gleiten. Ach, macht er nichts raus, Kuro. Kann ja nicht jeder verbrannte Vogel gleich von Anfang an fliegen. Ach, deswegen ist sein Flügel, ja klar. Ich glaube, wegen dem Waldbrand ist tatsächlich sein Flügel so geschädigt. Das wird auf jeden Fall Sinn machen. Mein Kuro, macht ja nichts draus. Ich kann gar nicht fliegen. Was hältst du davon? Nur mit der Feder deines Vaters oder deiner Mutter konnte ich damals fliegen. Aber die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Von daher macht dir nichts draus, ja? Klar, du bist ein Vogel und du bist fürs Fliegen geschaffen. Und das wäre blöd, wenn du da nicht fliegen kannst. Oh. Aber es wird schon alles gut gehen. Oh, das ist natürlich fies, wenn er die anderen Vögel dann sieht, wie die fliegen. I know that feeling. Die Antwort lag in der Vergangenheit. Klein Kuro, der jetzt schon etwas größer geworden ist, ich komme bald wieder. Guck mal den Hintergrund mit dem Mond da an. Ist das alles wunderschön! Ich finde das auch so geil, dass Ori immer so... Warte, haben wir eigentlich irgendwelche Fähigkeiten aus dem ersten Teil? Nee. Probier gerade mal ein bisschen aus. Auf jeden Fall von den Jump Movements ist das dasselbe. Das heißt, wenn man sich duckt und dann er nach hinten hüpft, dann macht er auch so eine Sprungrolle und so. Und vielleicht noch ein kleines Speedrun-Trick, Leute. Wenn ihr gegen eine Wand lauft und dann nach oben geht, kann man hier besser zeigen, dann macht er so einen Hochjump, als wenn ihr an die Wand ranjumpt und dann so einen Jump hoch macht. Egal, Leute. Wir gehen jetzt hier weiter. Ich bin auch gespannt, ob ich die Speedrun-Movements hier irgendwie ein bisschen mit einfließen lassen kann. Die ich ja nun gelernt habe. Aber wir gucken uns natürlich alles Mögliche an. Und das letztes Geschenk. Ach, ausgesperrt. Ach, wie geil. Okay, das war im ersten Teil auch noch nicht so, dass man sich irgendwo ranhängen konnte. That's new. Und hier hat sich einiges verändert. Was ist das denn jetzt hier? Wie soll ich da hochkommen? Hä? Oh mein Gott, ich war... Achso, natürlich mit einem Jumpsprung hier. Quatschsprung. Laro. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist Müll. Das ist doch alles Müll hier. Das will ich haben. Kuros Federn. Über die habe ich gesprochen. Und es ist zum Glück auf derselben Taste belegt, wie auch damals. Als ob man gleich von Anfang an Kuros Feder hat. Das ist ja richtig gut. Hui. Ja, mit der kann man halt so ein bisschen gleiten. Die ist super geil gewesen im ersten Teil und bringt auch einige Tricks wieder mit sich. Mal gucken, ob ich die noch zeigen kann. Ob wir die jetzt behalten dürfen oder ob wir die tatsächlich klein Kuro geben. Guck mal hier, die Feder deines Vaters, die ich bekommen habe, als ich ihn mit 2 Tonnen Steinen den Kopf zermahlen habe. Cool, oder? Ich will sie dir schenken. Vielleicht hilft sie dir ja. Oh, jetzt hat er die Feder im Mund. Psst! Umo! Guck mal, diese Feder! Kannst du die irgendwie an sein Federkleid ranmachen?
Oh ja, ich glaube, da habe ich eine Idee. Hier, ich habe das und dann machen wir das. Und ein bisschen ist das jetzt wie Drachen ziemlich leicht gemacht. Ich nenne dich Toothless. Nee, ich nenne dich Federlos. Los, Federlos. Als ob wir auf Klein Kuro reiten können. Ey, bitte lass das im Spiel drin, das wäre ja so... Natürlich. Digga, ich hab einfach einen Reittier. Okay, geil. Gemeinsam mit neuen Flügeln. Oh, bitte lass das so, dass ich das habe. Kann ich mit dir irgendwas machen? Kann ich? Ah, oh, wir... Keine Ahnung, warum der hier immer aus dem Spiel rausgeht. Ich kann einfach mit Kuro gleiten. Der Himmel war zum Greifen nah. Und wir fliegen davon. Ist halt wirklich wie ohne Zahn. Ist ja mega. Ja, ihr habt's geschafft. Ihr seid die Allerbesten. Oh, diese Musik. Kommt mal da. Fliegt dahin zu Nibel. Er kann fliegen. Er hat's geschafft. Mann, das erinnert mega an die Flugszene bei Drachen ziemlich leicht gemacht. Im ersten Teil. Bin jetzt mal leise, damit ihr die Musik hören könnt. Der Feuerwerk aus dem ersten Teil. Ich hab instant Gänsehaut von der Musik, ne? Jetzt bist du ein echter Vogel, Kuro. Aber die Musik verheißt Unvorheilhaftes. Ein Sturm zieht auf. Rennt schon wieder der Wald? Nein, die Feder! Hat er ihm gerade eine andere Feder ausgezupft? Nein, und jetzt werden wir auch noch getrennt. Ist das dein Ernst? Feder ist auch weg. Vom Sturm getrennt. So begann unsere Geschichte. Es startet genau wie der erste Ori-Teil. Oh nee, da ist eine kleine Katze. Miau, miau, miau. Ich bin keine Katze, ich bin Ori. Hallo, kleine Katze. Bist du Freund oder Feind? Im Vordergrund übrigens auch so ein kleines Katzenvieh. Ein Eichhörnchen-Katzenvieh. War hier irgendjemand? Klein Kuro, wo bist du? Nein, mein Freund, der kann doch nicht fliegen. Wie soll er in der Wildnis alleine zurechtkommen? Intenmoor. Gut, ich würde aber sagen, wir belassen das jetzt beim Intro, dass das die erste Folge wird. Ich werde später noch die zweite Folge hochladen. Dann war das eine kurze Folge, aber ich glaube, das wäre am besten. Deswegen danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, dieses Intro hat euch schon mal gefallen. Wir schauen uns dann in der nächsten Folge richtig im Spiel um. Ich sehe zumindest schon jetzt, es gibt wieder Lebensanzeigen, das ist die rechte Anzeige, und es gibt Mana-Anzeigen, die auf der linken Seite unten. Aber es gibt drei verschiedene Ability-Muster sozusagen. Bin ich mal gespannt, wie das zu tragen kommt. Denn im ersten Teil, da war da einfach nur die XP-Anzeige unten. Ja, dann aber bis zur nächsten Folge. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.